Die Themen Big Data und Cloud Computing werden auch in diesem Jahr auf der CeBIT sicherlich eine herausragende Rolle spielen. Was wird dabei aus Sicht von Accenture vor allem im Vordergrund stehen? Ja, da gibt es natürlich eine Fülle von verschiedenen Anwendungsfällen. Wir verknüpfen das Big Data-Thema ja auch gerne mit dem Terminus Industrie 4.0, weil wir da sehr viele Möglichkeiten sehen, eine neue industrielle Revolution auszulösen, indem Unternehmen und nicht nur die Großen der Branche wie Googles und Amazon, sondern auch zunehmend Unternehmen des deutschen Mittelstands das nutzen können, Daten zu erfassen und daraus Einsichten abzuleiten und dann ihr Unternehmen zu verbessern und neue Dienstleistungen anbieten zu können oder neue Produkte daraus zu kreieren. Was sind aus Ihrer Sicht derzeit im Umfeld von Big Data konkrete Anwendungsbeispiele, die Unternehmen, aber auch Anwendern konkrete Vorteile bringen können? Also zum Beispiel ein Bereich, der sehr aktuell ist, ist das Thema Predictive Maintenance, wo es darum geht, dass ich Wartungszyklen vorhersehen kann, dass ich bestimmen kann, wann eine bestimmte Maschine gewartet werden muss und dadurch Ausfälle verhindern kann. Ein Beispiel könnte zum Beispiel sein, auf einer Ölbohrplattform, wo ich natürlich nicht jederzeit hinfahren kann, oder auf einer Windmühle, die draußen offshore aufgestellt ist, da festzustellen, wann ich in dem Generator etwas austauschen muss und das dann einplanen kann in eine schöne Wetterperiode, idealerweise, sodass mir die Windmühle gar nicht ausfällt. Das ist etwas, was ich mit Big Data Technologie feststellen kann. Rund um Big Data und Cloud Computing gab es im vergangenen Jahr ja einige Aufregung, Stichwort NSA-Skandale, Ausspähprogramme der Geheimdienste. Das Vertrauen ist derzeit erschüttert. Was muss passieren, dass die Anwender wieder Vertrauen fassen in diese neue Technik? Also ich sehe den Bereich ähnlich wie den Bereich der Umwelttechnologie, wo früher etwas umweltfreundlich zu produzieren nur als Kostenfaktor gesehen wurde. Und wo aber dann die Unternehmen erkannt haben, dass es den Endkunden wichtig ist und sie dann das eingebaut haben und auch entsprechend kommuniziert haben. Ich denke, es ist so auch mit der Sicherheit und mit dem Bedürfnis der Kunden für Privacy gehen wird, dass der Ansatz des Design for Privacy eingebaut wird, dass führende Unternehmen das erkennen und sich damit einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und dass Kunden dann, die jetzt neue dafür sensibilisiert sind für das Thema, dann zu diesen Unternehmen wechseln werden und dass dadurch rein durch eine unternehmerische Lösung seinen Gang gehen wird, weil ich glaube, dass die Regulierung, die Regierung gar nicht in der Lage wird, so schnell auf technische Neuerungen zu reagieren. Natürlich müssen entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden, aber insgesamt, denke ich, wird sich das unternehmerisch lösen.